Ja, hallo. Willst du wissen, warum das Videoformat das mit Abstand mächtigste Medium ist für Neukundengewinnung? Dann bleib jetzt auf jeden Fall dran, weil das werden wir mal kurz in diesem Video beleuchten. Vorweg gleich nochmal möchte ich dir mal zeigen, was hier Schönes in meinem Kühlschrank drin ist. Ich hoffe, ups, man kann es sehen. Schwarze Johannisbeer, Fruchtsäfte, Natursäfte, Apfelsäfte, Tomaten, Gemüsesäfte. Ja, ganz, ganz wichtig, denn nur wer sich gesund ernährt, der kann auch am Ende leisten. Ja, ganz, ganz wichtig. Insbesondere wenn du dann ins fortgeschrittene Alter gehst, da spielt eine Ernährung eine umso wichtigere Rolle. Ne? Aber natürlich auch egal zu welchem Alter. Ja, heute geht es ein bisschen mehr auf Videoformat und Shadow Funnel. Um Gottes Willen, was ist denn ein Shadow Funnel? Ja? Das ist ja irgendwie, ist das irgendwie was Geheimnisvolles und so weiter? Das Geheimnis werden wir heute mal lüften. Ja, warum sind Videos das mächtigste Medium, wenn es um das Thema Neukundengewinnung geht? Im Übrigen auch Mitarbeitergewinnung ist ja letztendlich auch das gleiche Prinzip. Es gibt so eine Studie, da wurde herausgefunden, dass letztendlich die Menschen ihre Eltern nur deswegen so gerne mögen, weil sie in den ersten Lebensjahren, Lebenstagen und Lebenswochen und Lebensmonaten ihre Eltern einfach so viele Impressionen ihrer Eltern hatten. Letztendlich ihre Eltern immer wieder gesehen haben und letztendlich das dann sich im Gehirn so eingeprägt hat, dass das die mit Abstand vertrauenswürdigsten Personen sind. Ja? Und da ist so ein Hauch von der Wahrheit mit dabei. Ja? Das spielt dann eine große Rolle auch in diesen. Wenn du jetzt einem YouTube-Kanal folgst, ja, schon eine ganze Weile lang zum Beispiel, und du oder auf Facebook immer wieder Impressionen siehst in Videoformat, dass du letztendlich das nochmal sehr stark vertrauensbildend ist letztendlich. Und wenn du dann das Produkt oder die Dienstleistung akut benötigst, und danach googelst und dann wieder auf diese Person stößt, die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher ist, dass du dort auch einkaufst. Und damit einhergehend gibt es auch noch so einen genannten Shadow Funnel. Das, was ich jetzt gerade auch versucht habe, so ein bisschen zu erklären. Und zwar ist es das, dass man sagt, es gibt ja sozusagen, mal angenommen, du schaltest jetzt Facebook-Werbung oder LinkedIn-Werbung, dann gibt es ja sozusagen gewisse KPIs, du kannst ja genau messen, okay, wie viele haben also von der Sum-Stop-Rate, ja, also wie viele sind hängen geblieben an meiner Werbeanzeige, bis hin zu wie viele haben dort geklickt, wie viele haben sich eingetragen, wie viele Termine sind dabei rumgekommen und so weiter und so weiter. Du kannst es ja endlos tracken. Und dann gibt es auch noch diesen sogenannten Shadow-Funnel, den du jetzt insofern nicht tracken kannst. Und deswegen wird er auch massiv unterschätzt. Und das ist sozusagen das, was ich auch gerade versucht habe zu erklären, ja, dass du letztendlich. Du kannst zum Beispiel Facebook-Werbung schalten und dann wirst du von der gleichen Person, die deine Facebook-Werbung vielleicht nur geklickt oder nur gesehen hat, aber nicht weitergegangen ist in diesem Funnel, dann plötzlich googelt dich diese Person und landet auf deinem YouTube-Kanal, wird dort dein Follower und bleibt dort dein Follower für mehrere Wochen oder Monate und kauft dann dort irgendwann mal. Und das ist sozusagen der sogenannte Shadow-Funnel. Du denkst jetzt, okay, ah, ich habe den Kunden über YouTube gewonnen, aber in Wirklichkeit war der erste Touchpoint Facebook. Ja, und von was reden wir hier? Von den sogenannten Branding-Effekten. Ja, bedeutet im Klartext, Branding-Effekte, ich schreibe das hier mal an die Tafel, und Branding, so gesehen, kannst du von Stunde 0 an machen und die haben auch einen Effekt. Natürlich nicht so einen großen Effekt wie jetzt zum Beispiel bei Coca-Cola oder Nestlé oder irgendwelche anderen großen Firmen, das ist ja klar. Aber die Branding-Effekte sind gleich trotzdem da, weil wenn du jetzt halt hier zum Beispiel eine Videokampagne machst, ja, auf LinkedIn, ja, oder Facebook, wie ich schon gerade eben erklärt habe, dann kann es sein, dass der vielleicht in diesem Funnel nicht bis zum Ende durchstartet, ne? Also vielleicht sogar der Großteil davon, sagen wir mal 95% springen da wieder ab und nur 5% gehen dann weiter in deinem Funnel, ja, in diesem Facebook-Funnel. Aber dann gibt es hier noch diesen sogenannten Shadow-Funnel.
Und in diesem Shadow Funnel, ja, da ist es dann so, dass zum Beispiel dich dann jemand gar nicht mehr konkret googelt, weil der ist ja hier nicht stecken geblieben, der erinnert sich vielleicht jetzt erstmal oberflächlich nicht an dich. Aber der hat dich hier eben schon ein paar Mal gesehen, jetzt googelt er sozusagen die gleiche Lösung, also hier sozusagen, da hat er noch gar keinen Bedarf gehabt, weil auf Facebook und LinkedIn ist es ja häufig so, dass du ja projizierst, ja, also das hast du ja quasi Push-Marketing mehr oder weniger, das natürlich kannst du segmentieren nach Interessengruppen, Zielgruppen, aber ob der jetzt gerade in dem Moment, ja, den Bedarf hat, das ist ja nochmal offen, ja. Jetzt kann es sein, dass er irgendwie Wochen, Tage, Monate später den Bedarf dann plötzlich konkret da hat. Jetzt geht er auf Google und sucht einen Softwareentwickler, ja, oder einen Digitalexperten. Und jetzt kommt natürlich hier auf Google als Resultate ein YouTube-Video, weil du natürlich da auch was machst. Ja. Dann kommen vielleicht sogar deine Facebook-Posts, ja, LinkedIn-Posts und so weiter, kommen dann plötzlich als LinkedIn. Und dann klickt er da drauf. Dann sieht er wiederum, ja, deine Videos, die er hier schon mal gesehen hat. Und dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass er bei dir kauft im Vergleich zu jemandem, der sozusagen, wenn er jetzt jemanden googelt, der einfach nur eine Webseite hat. Eine WordPress-Webseite und dann vielleicht noch ein paar YouTube-Videos. Maximal oder häufig nicht mal YouTube-Videos, ja, einfach nur eine WordPress-Seite und ein paar Videos direkt gehostet auf der Webseite, ja, weil den hier sieht er zum ersten Mal und dich sieht er zum zweiten, dritten, vierten, fünften Mal, je nachdem wie viel er dich schon wahrgenommen hat oder auch unterbewusst oder bewusst wahrgenommen hat in dem ersten Funnel, weil er sich in einem Shadow-Funnel befindet. Hier googelt er jemanden, der sozusagen diese Ads hier nicht geschalten hat und jetzt befindet er sich sozusagen in diesem ganz stinknormalen Funnel und nicht im Shadow Funnel, okay? Und Shadow Funnel heißt ja deswegen, weil ich das nicht wirklich miteinander häufig tracken kann, weil ich bin ja sozusagen, der Tracking Pixel sozusagen ist wahrscheinlich erstmal lost und kann sich nicht connecten mit dem, wahrscheinlich dann nochmal dem Tag hier, den Google Tag. Da kann ich dann schon sehen, okay, der ist über Google auf mich gekommen, aber dass der sozusagen deswegen bei mir jetzt kauft, weil er mich vor Wochen, Monaten oder Jahren schon mal bei einer Facebook-Ads gesehen hat, ja, oder dort mal irgendwie mein Fan war oder was, ja, das kann ich natürlich dann nicht mehr verlinken meistens und deswegen nenne ich das Shadow Funnel. Also ich hoffe, ich konnte das klarstellen, was das bedeutet, Shadow Funnel sozusagen, und dann freue ich mich wieder aufs nächste Video. Bis dahin, dein Thomas Klein.